Hey Leute, ihr seht hier unseren zweiten Standort. Wir sind hier in Osdorf, kleiner Stadtteil von Balingen. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ihr seht es schon, ihr hört es schon. Wir haben hier eine viel befahrene Straße. Da kommen schon die nächsten. Alles potenzielle Kunden, wenn die dann anhalten. Schauen wir mal, wie viele davon auch anhalten. Ich glaube, wir müssen nachher mal erzählen, wie viele Autos in so einer Minute durchfahren. Das wäre interessant. Ja, deswegen haben wir uns für den Standort hier entschieden. Hier gibt es keine Läden, hier gibt es eigentlich auch keine Tankstelle, auch sonst nichts in der Nähe. Deswegen unser Automat. Ich denke, der wird richtig gut ankommen hier, vor allem im Sommer. Ihr seht hier, ein paar Spiralen sind auch schon leer. Wir haben hier leer, da, da, da. Da nicht, aber da. ja, und wir gehen jetzt einfach am besten mal durch. Der steht jetzt circa eine Woche hier. Schauen wir uns mal an, was leer ist, was wir auffüllen müssen, was haben wir denn so in der Woche, was hat sich getan. Dazu machen wir den einfach mal auf, gucken einfach mal rein. Oh, jemand hat 50 Cent vergessen. Danke. Ja, so jetzt sind es meine. Oder wir schenken mal irgendjemanden, der vorbeikommt. So. Schauen wir mal rein. So sieht das Ding aus. Wir haben ein gutes Excel-Tool für uns gebaut, wo wir das Warenmanagement betreiben. Wir müssen einfach schauen, was ist weg, was kommt rein, wie viel war drin, dass wir da auch ein bisschen eine Übersicht haben. Und die haben wir immer auf dem Handy griffbereit und da schauen wir immer rein. Und ich gehe da jetzt immer so durch, dass ich einfach jede Spirale kurz die Produkte abzähle, wie viele sind noch da. Das schreibe ich auf und später schreibe ich auch auf, wie viele ich wieder reingemacht habe. Und so haben wir dann immer eine Übersicht. Wie viel ist denn weggegangen in letzter Zeit? Genau, ich würde einfach mal anfangen. Funny Chips. Ah, die Reihe sieht noch ziemlich voll aus. Wir haben hier 4, 4 und 4. Jeweils immer 4. Die sieht ziemlich leer aus, die hier. So, 2, 0 und 1, 2, 3, 4, 5. Was tut sich hier in der Spirale? Da haben wir. Eine Ewigkeit später. Schaust du? Ja. Okay, Zeug haben wir da. Legen wir mal los. Fangen da eigentlich immer gerne von unten an. Also. Wir machen noch ein Wasser rein. Bei Wasser lassen wir immer 4, weil das fünfte würde hinten sonst verklemmen. Und macht nur Probleme. Wasser ist eh nicht so beliebt. Dann haben wir zwei Spezi Paulaner. Und machen wir noch eine Jackie-Dose rein. Man weiß ja nie, was das Wochenende so bringt. So, dann haben wir das jetzt voll. Kurz die Preise noch anpassen. Zack, zack. Dass alles an seinem Platz ist. Und wieder zurück zur Bestandsliste. So, uns fehlt hier. Ist aber zum Gegensatz zu früher viel schneller geworden, das Auffüllen. Ja, auf jeden Fall. Also mit der Erfahrung. Ja, man weiß schon ungefähr, wo was ist. Und dann geht das natürlich viel zügiger. Davor hat man immer noch überlegen müssen, was, wie jetzt und dies und das. Aber jetzt. Wieder voll. Also Warenpräsentation auch immer ganz wichtig. Muss ja immerhin nach was aussehen. Zack. Und die Jackies. Kommen wir zu unserer Smoker-Reihe.
wahrscheinlich so machen. Ein bisschen umdrehen. Dann haben wir hier noch die 23. Ja, es ist ärgerlich, wenn eine Spirale leer ist, weil dann kommen auch die Leute, wollen sich was holen und die ist leer und dann ärgert man sich. Ich stelle mir immer vor, ich setze mich auf mein Fahrrad, dann radle ich so 10 Minuten, 15 Minuten hierher und dann ist das Ding leer. Ich würde es wahrscheinlich treten. So. Das war's für heute. Aber wir haben ja noch ein Fach. Ja, das sieht schon besser aus, glaube ich. Da könnte was drin sein. Schauen wir mal nachher nach. So Leute, ich melde mich hier nochmal aus dem Schnitt, weil wir natürlich vergessen haben, die Sachen aufzunehmen mit dem Umsatz. Obwohl das eigentlich schon eine wichtige Frage ist, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen werden, die das Video anschauen. Also wie ihr im Video ja gesehen habt, haben wir den Automaten recht gut wieder neu befüllen können. Das heißt, es haben sich schon ziemlich gut Vapes verkauft, unsere CBD-Produkte haben sich gut verkauft und ja, Cola Zero lief tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, es waren 4 von 5 Dosen haben sich da verkauft, aber die anderen Getränke haben sich leider nicht so gut verkauft. Das ist bei unserem Standort in Bitz jetzt zum Beispiel ganz anders. Da verkaufen sich die Getränke relativ gut und die anderen Sachen nicht so gut. Also es kommt schon echt sehr stark auf den Standort an, was Leute genau kaufen. Genau, so viel zu dem. Wir haben ungefähr jetzt in einer Woche, wo der Automat da steht, circa 300 Euro jetzt Umsatz gemacht. Unserer Meinung nach ist es in Ordnung in einer Woche. Klar, wir haben jetzt auch gerade Winter noch. Ich denke mal, im Sommer werden sich da mehr Leute wahrscheinlich an dem Automaten bedienen wollen. Falls ihr genauere Informationen zu so Preisen und was sich genau verkauft und sowas haben möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben auch geplant, Tutorials zu den Automaten zu machen, quasi wie baut man was aus, wie baut man was ein, wie stellt man was ein und so weiter und so fort. Falls euch das auch interessiert, gerne in die Kommentare damit. Wir sind auch immer auf Feedback gespannt von euch, freuen uns über Feedback in den Kommentaren und ja, genau. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, ein Abo wäre auch nicht verkehrt und haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute.